Der 3. November 2018. Ja, da haben ganz viele drauf gewartet, ganz viele Saluier, aber auch Saarländer. Es ist herzlich willkommen, steht hier vorne. Es ist die Neueröffnung vom Autohaus Seat Zürul in Saarlouis. Und hier steht auch ein Kran, ein Steilkran. Hier gab es einen Test, wie man ein Auto aus einer Höhe von 11 Metern fallen lässt gegen einen Baumstamm. Hier ist Marc Zürul. Hallo Marc. Hallo Sven, grüß dich. Hi. Ja, jetzt ist der 3. November. Das ist ein ganz wichtiger Tag. Der stand überall festgeschrieben. Ja, das ist der Höhepunkt meiner bisherigen Autokarriere. Ich habe mein neues Autohaus eröffnet. Es ist wirklich gigantisch geworden und ich freue mich halt heute auch so viele Kunden und Freunde und Bekannte und ja, langjährige Weggefährten hier heute anzutreffen. Das ist wirklich sensationell. Genau, wir drehen das Video heute mal dazu. Ich habe dich mal 10, 15 Minuten entführt, damit wir das allen Leuten mal zeigen können, die vielleicht heute auch nicht kommen konnten. Es soll ja auch noch den einen oder anderen Seat-Kunden geben, der noch kein Kunde von dir ist, ja, und den Service von Zürul noch nicht zu schätzen weiß. Es gibt einige Vorteile bei euch. Ihr seid ein absolutes Familienunternehmen. Ja, das sind wir. Wir sind ein super eingespieltes Team. Familiäres Team, auch wenn wir jetzt mittlerweile schon 39 Mitarbeiter sind, plus meine Frau dann noch und ich. Und wir haben einen gewissen Service, den nicht jeder bietet. Den jetzt aber komplett hier aufzuzählen, das wäre wahrscheinlich dann ein Tick zu viel, Sven. Du bist ziemlich bodenständig. Ich habe dich so kennengelernt. Das heißt, ein Chef praktisch anfassen ist das Thema. Man sieht es auch an den Bewertungen im Internet. Ihr werdet unglaublich gut bewertet. Wichtig ist, dass die Kunden nochmals kaufen, oder bei euch? Ja, das ist eigentlich unser Ziel. Auch nicht die Kunden, die bei uns nicht gekauft haben, das heißt von fremd kommen, sind oft Kunden, die dann nachher bei uns kaufen, weil sie halt mega zufrieden sind und dann dementsprechend auch den Service von Anfang an vom Neuwagen dann oder Jahreswagen oder Gebrauchtwagen dann bei uns schätzen. So, jetzt ist Neueröffnung. Wir gehen mal ganz kurz den Weg in die Werkstatt rein, dass wir das mal sehen. Da ist gerade Eddie Zauberfingers gerade dran. Ich versuche dich auch die ganze Zeit bei mir zu halten, denn andauernd sind Leute, die dich begrüßen, beglückwünschen und so weiter. Es sind unglaublich viele gekommen, oder? Ja, und genau das ist das Ziel gewesen von dieser Veranstaltung. Und wie man sieht, hat es bis jetzt funktioniert. So, das sind die Zauberfinger und das sind im Prinzip die Kunden von morgen? Das sind die Kunden von morgen, ja. Also so lange will ich auf jeden Fall noch arbeiten, wie die, bis die Auto fahren. Ach, die Wände auch noch. So, dass der die Zauberfinger hier innen drin hat, das auch nochmal gemütlich gemacht. Wir gehen nochmal kurz reingucken. Das heißt, im Prinzip ist heute jeder, der einigermaßen gerade gehen konnte, ja, der ist hier am Arbeiten, oder? Bei euch vom Team. Also mein gesamtes Team ist vor Ort, ja, ja, alle 39. Sie sind auch immer irgendwie kenntlich gemacht. Also wir haben ja dementsprechende quasi Uniformen. Alle sind mit Seat Zürul Polo-Shirts und Westen oder Hemden ausgestattet. Man erkennt meine Mitarbeiter. So, jetzt ist es gegen 2 Uhr, jetzt ist Mittagszeit. Hier vorne gibt es eine Fotobox, hier noch ein ganz wichtiger Mann. Du machst hier Fotos? Hi, jawohl, ich bin der Julian. Ich mache die Fotos heute und habe die Fotobox aufgebaut. Okay, das heißt, hier können Leute sich selber fotografieren? Ganz genau. Dankeschön. So, wir gucken uns mal kurz um. Wir gehen mal kurz den Weg, mal den alle Kunden gehen, noch mal kurz hier durch. Normalerweise ist ja hier kein Zelt, sondern hier ist die Serviceannahme. Du hast eine ganz tolle Dialogannahme, hast du? Ja, also hier ist die Einfahrt zur Werkstatt und direkt links von uns ist dann die Dialogannahme. Die ist ganz neu umgebaut und ja, erstrahlt in neuem Glanz. So, ihr habt wirklich hier keinen Stein auf den anderen gelassen. Sogar, ich glaube, der Hof ist neu beschriftet worden. Hier vorne, zeig ich es mal gerade, hier sind 3 rot eingezeichnete Parkplätze. Die haben was ganz Besonderes auf sich, oder? Ja, das sind exquisite Parkplätze für die Vorführwagen. Hier wünschen wir uns, dass hier immer die modernsten und neuesten Vorführwagen für die Kunden bereitstehen, sodass man sich direkt reinsetzen kann und losfahren kann und die Autos testen kann. So, hier vorne ist es recht imposant. Also wir filmen jetzt aus einer Höhe von ungefähr 1,70 Meter auf das Autohaus hoch mit einem Weitwinkel. Ich krieg's fast gar nicht drauf. Ich gehe mal gerade einen Schritt zurück, dass wir das mal komplett drauf kriegen. Da oben drüber ist die Sonne. Du hast Glück mit dem Wetter. Das Wetter ist perfekt. Also besser hätte es wirklich nicht sein können. Es war immer so ein Aspekt, wann machst du, wenn du eröffnest im November, wie machst du das mit dem Wetter? Wir haben deswegen auch das Zelt alles gebaut. Aber es fühlt sich gar nicht an wie November, oder? Es ist wunderbares Wetter, herrlich. Besser hätte es nicht können sein. So, hier vorne steht ein Seat. Zumindest ist es die Silhouette von einem Seat. Das ist ein Seat. Das ist ein richtiger Seat. Und daher kommt Seat ja auch, also aus dem Rennsport. Jawohl. Und vor allen Dingen, also nicht Seat direkt, aber die Marke, die Cupra-Marke, die neue Marke seitens des Konzerns und Seat. Und das ist dann die Marke. Okay, so, da vorne ist jemand, der sich gut damit auskennt. Wenn ich dich mal ganz kurz fragen darf. Ah ne, er will nichts sagen, das ist aber nicht so schlimm. Könnt ihr zumindest mal sagen, was für ein Fahrzeug das ist, oder? Wie viel Kraft in dem Fahrzeug steckt? Wie viel ist da drin?
Pferdestärken? Ich bin schlecht mit Deutsch, aber... Ungefähr. PPS? Wie viel PS? 350 PS. 350 PS. Ja. Und er ist leicht? Er wiegt wie viel? 1100 Kilo Gewicht. 1100 Kilo. Ja, und Base ist normal, Seat Leon Cupra, der viel Umbau für die Rennstrecke. Sehr cool. Ja, der steht natürlich nicht ohne Grund hier, sondern das ist so im Prinzip der Garant dafür. Seat baut ja unglaublich schöne Autos, das heißt, die Designer, sage ich mal, ich sage immer, wer ein schönes Auto aus dem Volkswagen-Konzern haben möchte, der sollte einen Seat kaufen. Ja, Sven, da hast du absolut recht. Wir haben keine alten und biederen Fahrzeugmodelle, also wir haben schicke Modelle, ganz designtechnisch orientierte Modelle. Das sind ja auch unsere Markenwerte mit inbegriffen. Und jetzt mit der Cupra kriegen wir noch die richtig sportliche Marke. Genau, nicht, dass die anderen Kollegen jetzt denken, sie hätten keine schönen Autos, aber so Seat, das ist so Sportlichkeit, das heißt, dafür steht ja eigentlich Seat. Ganz viele junge Leute fahren Seat, gell? Ja, also wir haben das jüngste Kundenklientel der gesamten Automobilbranche. Das heißt, uns gibt es, dass wir einmal mehr ein Auto verkaufen können, wie eigentlich so die normalen anderen Marken. Jetzt stehen wir direkt, ihr habt die Fahrzeuge durchnummeriert mit Nummern. Was hat das auf sich? Ja, das ist jetzt ein neues Schlüsselsystem, das wir ausprobieren. Und zwar geht es ja, weil wir einen zweiten Standort haben, immer darum, wo ist welcher Schlüssel und wo findet man welches Fahrzeug. Ach so. Und darum geht das. Ne? Es geht auch darum, also wenn jetzt einer sagt... Es hat nichts mit der Formula zu tun, es wird nichts verlost. Okay. Ja, hier ist ein Volumenmodell, der Ibiza, den gibt es schon wie lange? Ewig. Das Ibiza ist unser Brot- und Butterauto, so nenne ich mir das. Unser Buba wird er abgekürzt. Das ist das Auto, mit dem wir eigentlich groß geworden sind. Auch die Marke groß geworden ist. Und wir sehen halt jetzt hier ein bisschen hochwertiger ausgestattet. Das ist nicht mehr ganz dann das Brot- und Butter-Auto. Aber das ist so das Auto für ob jung, ob alt. Also hier haben wir alle Altersklassen vertreten bei dem Modell. Ich nehme an, das hier ist die Golfklasse quasi? Nein, das ist sogar nur die Polo-Klasse. Nur die Polo. Nur die Polo. Okay, es gibt auch eine Golfklasse, die ist etwas größer. Man muss aber dazu sagen, die Autos wachsen ja und wachsen. Und der Ibiza, wie ist der einzuordnen? Ist das jetzt ein Fahrzeug für die Frau als Zweitfahrzeug oder für den Mann als Zweitfahrzeug? Oder ist das so ein Auto, was man auch junge Familien nutzen kann? Also Sven, ganz, ganz individuell und ganz unterschiedlich. Wir haben sowohl Fahranfänger, die mit dem Ibiza fahren, als auch Rentner. Und dazwischen kommt dann auch alles vor. Ob das der Zweitwagen für die Familie ist oder auch für junge Familien das Erstfahrzeug. Weil auch den gibt es als Hightech-Sportler in der Modellvariante momentan als FR und soll auch wieder als Cupra-Modell dann kommen. Und dann wird er auch nochmal richtig Dampf unter der Haube haben. Es gibt auch ein Familienmodell, das es wirklich in sich hat, mit ganz, ganz vielen Sitzen, unglaublich variabel. Wir stehen vor dem Alhambra, auch der, ich sag mal vom Namen her, das Konzept gibt es schon sehr, sehr lange. Hier steht er ganz neu. Das ist leider Gottes immer noch unser aktueller Alhambra. Wir werden uns freuen, wenn das Auto nochmal eine Neuauflage bekommt. Wir verkaufen dieses Fahrzeug jetzt schon im fast neunten Jahr unverändert. Natürlich gibt es mal hier und da einen kleinen Facelift, also mal einen anderen Grill, mal ein anderes Lenkrad. Aber im Grundprinzip ist das immer noch das identische Fahrzeug. Das ist ein Familienfahrzeug, Familienvan, der bis zu 7 Sitzplätze hat und wirklich auch für Großfamilien tauglich ist. Und jetzt kommt was ganz, ganz Wichtiges. Sie sehen hier 3 Isofix-Kindersitzbefestigungen. Und das ist einer der einzigsten Fahrzeuge, wenn man nicht dann schon auf den Transporter und Bus gehen möchte, die auch in der Mitte einhaben. Indem man 3 Kindersitze mit Airbag-System nebeneinander bekommt. Also wir haben also viele Kunden, die dann Drillinge zum Beispiel bekommen, die kommen an so einem Auto eigentlich gar nicht vorbei. Oder ganz viele Kinder haben. Das heißt, hinten gibt es ja auch noch Sitze. Als ich eben meinte neu, will ich sagen, der Wagen hier hat 0 Kilometer, Fabrik neu. Der ist knatschneu. Ja, der ist knatschneu, genau so ist es. Das meine ich damit. Ja, das ist so. Das ist das Fahrzeug natürlich. Hier sind quasi die 7 Sitze. Einer ist umgeklappt, einer ist noch flach gelegt. Und hier könnte man dann den noch hochklappen und hätte dann quasi den 7. Sitz. Okay, das ist natürlich jetzt hier... ihr seid fertig geworden, exakt, ich glaube am Freitag gegen 17 Uhr oder sowas, ja. kurz bevor die VIP-Eröffnung kam, oder? Ja, kurz vor der VIP-Eröffnung ist dann noch die Endreinigungsfirma raus und dann hat das Autohaus in diesem neuen Glanz erstrahlt. Ja. So, hier sieht man aber auch schon, das ist das Markendesign natürlich im Jahr 2018, auch im Innenraum. Da gab es natürlich einige Änderungen mit dabei. Hier vorne ist der Leon Cupra, ja. Da steht er, den dürfen wir auch schon zeigen? Ja, den auf jeden Fall.
Und das hier ist halt ein bisschen ganz besonderer Cupra. Als der Cupra, die Cupra-Marke gegründet wurde, haben wir uns überlegt, wir sind mehrfach im Jahr auf diversesten Tuning-Messen vertreten und haben uns daher überlegt, wir gehen hin und bauen da ein Fahrzeug oder folieren ein Fahrzeug mit diesem neuen Cupra-Design. Und das haben wir hiermit dann getan und der war jetzt das ganze Jahr überall als Ausstellungsfahrzeug tätig und wird jetzt wohl an Weihnachten rum verkauft werden können. Und er kam gut an? Der kam sehr gut an, ja. Auch gestern bei der VIP-Veranstaltung, wo Seat da war, haben die auch gesagt, Mensch, ist das da ein klasse Auto, sowas haben wir ja noch nicht gesehen. Also es ist sehr, sehr gut foliert worden. Man sieht überhaupt nicht, dass es foliert ist. Also es ist top gemacht. Wer hat das gemacht? Das macht die Firma, wie man lesen kann, Dualwerbung. Das ist ein Freund von uns, ein Bekannter, der uns seit Jahren schon begleitet, der mir eigentlich alle Werbeschriftzüge so macht. Alles, was man so sieht, auch an der Türbeschriftung oder so, das macht alles die Dualwerbung. Es ist gut gemacht, muss ich sagen, die Folierung. Auch hinten Frost in den Scheinwerfern, ja. In den Rücklichten. Das ist, das muss man natürlich dazu sagen, also wenn ein Kunde das so kauft, dann muss man darauf hinweisen, dass das so nicht straßentauglich ist. Nicht zulässig ist, ja. Das ist jetzt nur zu Showzwecken. Nur zu Showzwecken, aber das ist dem Kunde natürlich überlassen. Wir haben Kunden, die folieren das auch so und fahren dann damit. Okay, ist aber gut gemacht, er hat auch Wert gelegt aufs Detail. Ich zeige mal gerade, wie toll das hier foliert ist mit allem drum und dran. Der Leon Cupra im Cupra-Design jetzt hier. So, und da ist der Leon ST. Für wen ist das Auto? So, das kommen wir jetzt von dem Ibiza, unserem Buba, eigentlich zu unserem nächsten Brot- und Butter-Auto. Das ist der Seat Leon. Der basiert auf der Klasse des Golfs. Plattform alles ist vom Golf. Und hier sind wir dann in dem Segment der ganz normalen klassischen Familie. Ab ein oder zwei Kinder, also gar kein Problem. Was auch hochinteressant ist, hier sieht man es eigentlich ganz gut, ist, dass der Kombi eigentlich, der ist ja angeblich tot. Das stimmt ja nicht, oder? Nee, ganz und gar nicht. Also wir haben, wie man hier sieht, ja auch einen sehr sportlichen Kombi. Und man sollte das fast nicht für möglich halten oder glauben, aber wir verkaufen zu 80% ST-Modelle, also Kombi, das steht für Stationwagen und ist halt der Kombi. Und hier muss man noch klar dazu sagen, dass meistens sind dann noch, die fahren, die haben gar keine Familie, die haben keine Kinder, aber die fahren das Auto wegen der Sportlichkeit und wegen dem Platz halt. Der ist auch sehr sportlich, sieht sehr sportlich aus. Hier natürlich ein Fahrzeug, was sehr, sehr oft verkauft wird mit hohem Einstieg. Das ist unser nächster Renner, das ist der Ateca, basiert auf dem Tiguan von VW. Und hier haben wir so rasenden Absatz hingelegt, dass wir sehr hohe Lieferzeiten leider Gottes in Kauf nehmen müssen. Aber nichtsdestotrotz sind es sehr viele Kunden, die gerne auf das Produkt warten, weil es nämlich wirklich ein absolutes, fantastisches Auto ist. Genau, wenn du mal so liebes mal öffnest, der geht schon gleich hin. Da sitzt auch jemand drin, wir gucken mal ganz kurz rein. Das ist sehr sportlich. Ist der schön, der Wagen? Ja. Ja, passt. Hat ein riesen Display innen drin, das heißt natürlich auch CarPlay, also Android Auto. Alles, was es so momentan modern gibt, ob Android, ganz egal, alles kombinierbar und kompatibel. So, das heißt, also es hat ja irgendwann mal angefangen mit den SUVs, ja. Jetzt ist das Segment komplett angekommen, oder? Es gibt in allen Bereichen jetzt SUVs. Ja, wir haben direkt hinter uns beiden das nächste SUV stehen. Das ist im Moment unser aktuelles neuestes Modell. Das ist der Seat Arona. Und der ist ein Ableger quasi, wenn man so nochmal in den VW-Konzern guckt, vom T-Roc. Sodass die Leute sich vorstellen können, um welche Kategorie Auto es sich handelt. Wenn du mal so lieb bist, mal gerade da vorne zumachst, ja, dann können wir uns nämlich gerade mal die Front angucken. So, jetzt ist auch zu sehen, was es ist. Der ist jetzt ein bisschen kleiner? Der ist etwas kleiner als der Ateca, quasi der kleine Bruder oder die kleine Schwester und wird halt hier in dem Segment hauptsächlich von älteren Kunden gefahren, die dann gerne diese hohe Sitzposition haben und benötigen auch, ob das jetzt wegen Knie- oder Hüft-OPs ist, also bequemes, extrem bequemes Einsteigen, brauchen aber dann die Größe vom Kofferraum, vom Ateca nicht mehr, denn sie haben keine Familie mehr, die Kinder sind außer Haus. Er ist sehr, sehr klein und wendig, sage ich jetzt mal. Das heißt, der nimmt jetzt wenig Platz weg in der Stadt? Ja, der ist auch ein absoluter Stadt-SUV. Darauf zielt die Marke halt mit diesem Fahrzeug ab. Und das ist natürlich jetzt von uns auch ein Vorteil, dass wir uns jetzt hier in die Stadt begeben, direkt nach Saarlouis und werden das Auto hier auf dem Markt auch gut platzieren. So, jetzt sind ja recht viele Kunden da, die schon Seats haben, aber es gibt schon ganz viele, die du auf einmal hier siehst, die hast du noch nie gesehen, ne? Ja, es sind einige neue Kunden, das hat man jetzt gerade auch gesehen beim Kofferraum öffnen, die kennen Seat halt noch nicht. Und das ist halt das Erfreuliche. Natürlich ist es klar, ich habe hier die meisten Kunden, kenne ich, die hierher kommen. Moment. Noch.
Aber wir werden mit Sicherheit die ein oder anderen neue Kunden hier heute noch begrüßen dürfen. Ja, es ist sehr, sehr zentral, das Autohaus gelegen. Du bist direkt an der Autobahn, du bist nur 15 bis 20 Minuten weg von Saarbrücken. Ja, maximal. Also dann ist schon mit Stauberechnung. Also ich glaube, mit 15 Minuten kommt man ohne Geschwindigkeitsüberschreitung definitiv von Saarbrücken nach Saarlouis. Sagen wir mal 17. Also ich halte es mal fest mit 20. Nicht, dass einer kommt und sagt, ah, du Böser, ich mahne dich ab. Sondern das passt. Hier hinten ist was ganz verhangen. Hier ist die Cupra-Ecke. Das dürfen wir noch nicht zeigen, das Auto, was drunter ist. Du hast eine Felge freigelegt, das ist okay? Ja, wir durften seitens des Herstellers eine Felge freilegen, um die Neugierde zu wecken. Wie man hier sieht, ist hinter der Felge die Rennsportbremsanlage der Firma Brembo versteckt. Und das lässt natürlich dann direkt auf den Cupra schließen. Und wie Sie sehen, ist hier wohl versteckt das erste eigenständige Cupra-Modell, und zwar der Cupra Ateca. Man sieht es auch an den Felgen mit dem Logo. Ja, stark. Ein, zwei Worte zu Cupra. Was ist Cupra? Cupra ist Performance pur. Also es ist die Rennsport-Geschichte, wo wir vor der Tür gesehen haben, jetzt perfekt auf die Straße gebracht. Hier werden in den nächsten 3 Jahren 7 Modelle folgen, die einzig und allein auf Sportlichkeit und Design getrimmt sind. So, das ist natürlich der Aufwand, sehr Partner zu sein, wie man sieht hier, nicht ganz ohne, auch finanziell. Aber Seat ist die Marke, wo es sich am meisten im Moment lohnt zu investieren, habe ich gestern erfahren. Das heißt also, die Marke, wo die meisten Händler Geld investieren im Moment, weil sie eben explodiert. Ja, ja, also absolut. Es ist im Moment für die Marke Seat halt ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, für hier rein zu investieren, denn wir sind die schnellst wachsendste Marke in dem europäischen Markt, wenn wir uns im Volumensegment bewegen. Das heißt, nicht, wenn wir auf Premium-Marken gehen. So, das heißt, du kannst eigentlich fast alles abdecken mit den Seat-Modellen im Moment. Da bist du in einer recht guten Situation. Da gibt es andere Marken, die haben das nicht. Da fehlt das ein oder andere Auto. Was fehlt noch bei Seat? Was ist was du dir noch wünschen würdest? Also wir haben momentan eine Marktabdeckung von 80%. Und die Autos, die uns fehlen, sind eigentlich Autos, die wir leider nie bekommen werden. Wir sind ein spanischer Importeur. Uns fehlt zum Beispiel ein Cabrio. Die Spanier möchten aber überhaupt gar keine Cabrios fahren. Denn die Cabrios, da verbrennt man sich halt eher den Kopf, als dass man Spaß hat. Und dann fehlen uns noch so Großraum-SUVs. Und da starten wir eigentlich im Januar. Dann haben wir noch mal ein bisschen mehr Marktabdeckung. Da gehen wir schon 85-86% Marktabdeckung. Und zwar mit dem Terrago. Das ist ein neues Auto? Was ist das für einer? Das ist ein ganz neues Auto. Wenn wir wieder den VW-Konzern als Beispiel holen, basiert der auf dem Tiguan Allspace, 7-sitziger SUV. Also ein Fahrzeug, wo du eben schon erwähnt hast, wo du so in Richtung Alhambra geguckt hast, so nach 8-9 Jahren, da wünschen die Leute was anderes, oder? Ja, definitiv. Aber er wird den Alhambra nicht ganz ersetzen können vom Kofferraum her. Der Kofferraum beim Alhambra ist größer, aber es wird ein sehr, sehr sportlicher, großer SUV, der 7 Sitze beinhaltet. So, ganz wichtige Info, du machst das Autohaus, mit dem du begonnen hast, ja nicht zu, sondern das bleibt parallel? Das Autohaus bleibt parallel, also auch mit dem Team, das ist unverändert vor Ort. Die Ansprechpartner bleiben für die Kunden absolut gleich. Es gehen 2 Führungskräfte, die im Hintergrund aber die letzten Jahre eigentlich schon nur noch gearbeitet haben, mit hierher an den Standort. Und dann haben wir hier 11 neue Mitarbeiter, die eingespielt sind, die wir jetzt über 3 Monate in Saarwellingen geschult haben, die Marke jetzt auch mit Herzblut leben können. Und starten hier dann mit einem ganz neuen Team. Also bitte, die Leute, die in Saarwellingen bis dato waren und dort zufrieden waren, müssen nicht wechseln. Es geht keiner weg. Ihre Ansprechpartner bleiben alle gleich. Die dürfen aber auch mal hierher kommen, mal gucken, oder? Natürlich, sie sind ja heute auch schon da zum Gucken. Ja, so habe ich dich kennengelernt. Die Werkstatt haben wir eben gesehen. Wir machen irgendwann mal nächste Woche. Ich würde hier unglaublich gerne mal einen Bericht machen über den Cupra. Ab wann dürfen wir das machen? Der Cupra kommt Ende November. Er steht ja schon da. Ja, also da wird er offiziell gelauncht, da dürfen wir ihn auch offiziell zeigen, da dürfen wir ihn auf Probefahrt schicken. Und einen Film vorher machen können wir? Film vorher machen, drin steht die Marketingleiterin von Seat Deutschland. Wenn wir uns jetzt mit der gut halten, könnte das vielleicht sein. Okay, dann müssen wir das mal machen, dann müssen wir das mal auf YouTube stellen. Die Marketingleiterin, wo ist sie? Dann tun wir sie nochmal tauschen. Da drin, die mit dem... Ja. Echt? Ja, eine der. Das ist die Marketingleiterin? Ja. Das ist ja stark. Das sind Mitarbeiter der Seat Deutschland. Ja. Stark. Das heißt, das sind die ganz, ganz wichtigen, mit denen wir uns gut halten müssen, ja, in Zukunft. Ja, definitiv. Okay. Ja, wir werden jetzt mal off the records mal fragen, also später mal, wie es läuft. Aber du bist ziemlich, ziemlich eng verbunden mit dem Seat-Konzern. Das heißt, also du bist auch im Beirat, im Händlerbeirat? Nee, im Händlerbeirat selbst bin ich nicht.
hat aber den Grund, dass mit der Expansion, die wir hier an den Standorten jetzt... Keine Zeit. Genauso ist es. Ganz kurz gefasst, einfach keine Zeit, ja. Also, ich zeige es nochmal komplett. So sieht das Autohaus aus. Wir schreiben den 3. November 2018. Eine Weltpremiere, zumindest mal in Saint-Louis. Definitiv. So, oder es gab bis jetzt sowieso keinen Seat-Händler in Saint-Louis. Ja, also er hat es gestern gesagt, der Vertreter von Seat, der hieß nochmal wie, der gestern die Rede gehalten hat mit dir? Das war der Jens Scheele, Leiter für Vertrieb der Seat Deutschland. Und der hat gesagt, also ich glaube wortwörtlich hat er gesagt, es ist eines der schönsten Seat-Autohäuser in Deutschland. Punkt. Hat er so gesagt. So hat er das gesagt und so hat er es auch gemeint. Und so. Sie müssen einfach sich nur selbst davon überzeugen. So, jetzt haben wir einen kurzen Rundblick gemacht. Ich lasse dich jetzt mal wieder auf die Kunden los. Ganz viele sind gekommen. Wo findet man dich denn jetzt hier in Saint-Louis? Also wir sind jetzt mit der aktuellen Adresse, ist die Fasanenallee 48 in 66740 Saint-Louis, ist die Parallelstraße von der Zeppelinstraße und eigentlich die Verbindungsstrecke der Automeile. Also wenn man an der Neuen Welt mit der Automeile beginnen möchte und quasi hinten an der Autobahnauffahrt Wallerfangen dann an der Automeile endet, sind wir so der zentrale Mittelpunkt. An uns kommt man dann quasi nicht vorbei. Es gibt auch einen Trick, wenn man von der Autobahn kommt, beim Burger King rechts abbiegen. Ja, genau so ist es. Also das ist, wer den Burger King kennt, einfach rechts reinfahren und dann fährt man quasi schon auf das Schmuckstück zu. Genau so ist es. Marc Zirol, vielen Dank. Auch stellvertretend das Dankeschön an das ganze Team, an deine Frau, an die Frau Fuß, die ja, ja unglaublich geackert hat, aber auch an ganz, ganz viele andere. Eigentlich darf man keinen auslassen. Nein, also ein ganz großes Dankeschön an mein gesamtes Team. Und vor allem an meine Frau, weil ohne die... Ich sagte nämlich, ich habe meinen Mann in den letzten Wochen nicht mehr gesehen. Ja, genau so ist es. Ne? Und mein Kind kommt auch zu kurz, aber ab nächste Woche herrscht da wieder der normale Alltag, sage ich mal. Als Selbstständiger hat man natürlich immer weniger Zeit, aber schon mehr wie die letzten 10 Wochen. Ein sympathischer Marc Zirol. Danke. Tschüss, Marc. Danke. Tschüss.